Willkommen zurück auf dem Kanal Scientor, der Kanal, wo ich, Yannick, dich mitnehme auf meine eigene schachliche Reise und dir viele hilfreiche Tipps mitgebe, mit denen du auch dein Schach verbessern kannst. In dem heutigen Video schauen wir uns eine spannende Partie an, die ich gegen einen Fiedemeister gespielt habe. Und das ist die sechste Runde des MVS Opens hier. Ich habe zu diesem Zeitpunkt viereinhalb Punkte aus fünf Partien, also wirklich sehr gut gescored bis hierhin. Und darum wird es umso spannender, wie ich hier gegen den erstgesetzten Fiedemeister spielen werde. Viel Spaß mit der Partie. Ich spiele gegen Tobias Kügel und ich habe schwarz. Und ich hatte mich eigentlich vorbereiten wollen auf die Partie, aber ich hatte gesehen, dass Tobias hier sehr viele unterschiedliche Sachen spielt. Und dann dachte ich mir, okay, ich schaue einfach, wie die Partie verläuft und lasse es auf mich zukommen. Und Tobias beginnt mit erstens E4. Wir sehen hier Sitze Janisch. Und bis hierhin ist es Hauptvariante bis Springer F6. Und hier spielt Tobias mit F3. Und das ist der sogenannte anti -Sizianer. So wird es auch häufig bezeichnet. Ist ähm, hier auf Englisch die Prince Variation. Und die Idee von der Prince Variation ist es, dass Weiß sich hier aufbaut mit E4, später auch noch C4 spielt und dann gute Kontrolle über das Feld auf D5 bekommt. Das ist so eine Art marocchi struktur Weiß hat guten Raumvorteil im Zentrum, hat ein sehr stabiles, starkes Zentrum. Und wenn Schwarz nicht sofort konkret dagegen spielt, kann Weiß einfach angenehme, eine angenehme Stellung erreichen und leicht einen Eröffnungsvorteil bekommen. Deswegen jetzt hier E5, das ist der Main Move. Wir sehen Springer B3, Läufer E6, C4, da sehen wir genau die Idee. Springer D7. Und der Hauptzug für Weiß wäre jetzt hier mit Läufer E3 zu spielen. Aber Tobias spielt hier mit Springer C3. Das ist ähm, der zweithäufigste Zug. Auch das hatte ich mir schon mal angeschaut und wusste, dass man hier mit Turm C8 spielt. Und das ist genau der Punkt. Ich darf ihn hier seine Struktur nicht einfach ähm, bekommen lassen, sondern muss sofort hier versuchen Druck auf seinen Bau auf c4 zu machen, so dass er nicht einfach hier dieses starke Zentrum bekommt. Und er spielt hier mit Läufer e3, gibt den Bau auf c4 ab, kriegt dafür den Bau auf a7. Das ist die Hauptvariante. Wir sehen jetzt Läufer sticht c4, Läufer sticht c4, Turm sticht c4. Und jetzt ist es wichtig, dass hier weiß nicht auf a7 nimmt, denn dann würde hier Schwarz schon gut stehen. Tatsächlich geht hier sogar schon das Qualitätsopfer mit Turm schlägt C3. Und wenn der Bau wieder nimmt, kommt hier B6. Ganz trocken. Und es gibt nichts, was Weiß machen kann, um diesen Läufer hier zu retten. Das ist schon ziemlich gemein. Ich glaube, Dame D3 geht noch. Und jetzt nach Dame C7, Dame A6 ist noch möglich. Aber dieser Läufer wird echt Schwierigkeiten haben, wieder in die Partie zu kommen. Und nach Läufer E7, Rochade, der Turm droht nach A8 zu kommen, steht hier schwarz auf jeden Fall schon angenehmer. Aber Tobias kannte das, hat hier nicht auf A7 genommen, darauf hatte ich so ein bisschen gehofft, sondern spielt mit Dame 3. Das ist der Hauptzug. Und hier musste ich mich wieder ein bisschen erinnern, ich, ich wusste es nicht mehr ganz genau, wohin man jetzt den Turm zieht. Und habe mich in der Partie dazu entschlossen, den Turm nach C8 zu stellen. Die andere Option wäre gewesen, den Turm nach C6 zu stellen. Aber auch C8 ist absolut möglich. Und hier spielt er einen Zug, der mich etwas überrascht hat. Ich kannte den Zug nicht mehr. Und zwar spielt er hier mit Springer B5. Und ich war mir nicht sicher, wie man hier jetzt genau weiterspielt mit Schwarz. Und habe dann eine recht sichere Variante gewählt, die aber etwas angenehmer für Weiß ist. Stattdessen, ich habe den Zug sogar kurz überlegt, hätte man hier mit D5 sofort spielen können. Das ist ein typisches Motiv in diesen Strukturen. Mit dem Vorstoß d5, wenn äh, Schwarz den irgendwann ohne große Probleme zu bekommen spielen kann, dann steht Schwarz meistens Minimum ausgeglichen, wenn nicht sogar etwas angenehmer. Und zwar ist es hier der Fall, dass Weiß den Bauer gar nicht nehmen kann, gut, denn es würde a6 folgen. Der Springer muss zurück und nach Läufer b4 hat Schwarz bereits so gute Kompensation für den Bauern, dass er hier bereits besser stehen sollte. Einfach aufgrund der aktiven Figuren. Der Turm ist schon im Spiel. Auch der Bau auf D5 Gerät mal unter Druck. Und das ist nicht einfach zu spielen mit Weiß. Also hier lohnt sich das Bauernopfer. Aber Weiß muss den Bauer nach D5 nicht nehmen. Er kann auch einfach mit Springer schlägt A7 spielen. Und hier nach Turm A8 ist ein Zug. Dann kann der Springer wieder zurückziehen. Und ja, die Stellung bleibt minimal besser für Schwarz, aber nichts Weltbewegendes. In der Partie habe ich irgendwie ein bisschen, ja, ich auch, habe auch ein bisschen ängstlich gespielt, muss man schon sagen, wie es ist, denn ja, ansonsten D5 wäre ein guter Zug gewesen. Ich habe hier A6 gezogen, gebe hier auch sofort den Bauer zurück, weil ich einfach irgendwie Respekt hatte vor der Aktivität der weißen Figuren. Und nach Springen stieg D6, Läufer stieg D6, Dame stieg D6, habe ich hier mit Dame E7 gespielt, Dame stieg D7, König stieg D7. Und die Stellung hatte ich gesehen und dachte, dass dieses Endspiel. Recht ausgeglichen sein sollte. Jedoch habe ich trotzdem auch gedacht, dass es, wenn dann, etwas angenehmer für Weiß ist, denn er hat hier den Läufer und den Springer und ich habe nur zwei Springer. Und da wir noch Bauern auf beiden Flügeln haben, also sowohl am Darmflügel als auch am Königsflügel, ist der Läufer etwas stärker, weil der Läufer ist einfach super schnell unterwegs. Ich meine, er heißt schon Läufer, der kann überall hinrennen, rennt auf die eine Seite des Brettes, ist sofort wieder zurück, während die Springer sehr sehr lange brauchen die die sind mehr so Nahkämpfer brauchen länger bis sie auf die andere Seite vom Brett kommen deswegen ist der Läufer hier vielleicht etwas stärker in der äh, Stellung aber ja nichts weltbewegendes wir sehen Turm c1 Turm schlägt c1 Springer Stieg c1 Turm c8 König d2 Springer e8 ich manövriere jetzt meinen Springer hier um auf f6 hat er nicht viel gemacht ich will nach d6 stehen Springer d3 Springer d6 b3 König E6. Und nachher habe ich mich ein bisschen über König E6 geärgert, denn ich wollte hier natürlich meinen König aktivieren, ist auch sinnvoll. Ich sollte mich aber erstmal hier darum kümmern, auch ein bisschen Raum zu bekommen und auch ein bisschen hier mein Spiel aufzubauen. Und ich denke, am besten wäre es gewesen, einfach hier G6 zu spielen, um dann später F5 zu ziehen. Und dann kriegt hier Schwarz schon guten Raum und es droht nicht sowas wie das weiß mich hier mit G4H4 langsam. Zusammenschiebt und immer mehr Raum gewinnt. Denn das sehen wir später in der Partie. König e6 und jetzt kommt sofort g4. Und jetzt kann ich nicht mehr gut mit g6 spielen. Also zumindest nicht mehr ganz so gut wie davor. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich ansonsten keine große Idee gesehen habe. Natürlich, man kann jetzt auch f6 machen, aber dann kommt eben einfach h4. Genau das, was ich angesprochen hatte. Und jetzt hat Weiß nicht nur etwas mehr Raum, sondern meine Bauern sind auch auf den schwarzen Feldern festgesetzt. Das heißt, der Läufer kann sie immer gut angreifen. Und das hat mir nicht gefallen. Der Computer sagt, alles ausgeglichen hier. Kein Problem. Aber es hat mir nicht besonders gut gefallen. Ich wollte das nicht spielen. Deswegen habe ich G6 gemacht. Und jetzt ist G5 hier sehr gut. Und das hat er auch gespielt. Denn es liegt meine Bauern hier fest. Weiß gewinnt noch mehr Raum. Und hat jetzt später Ideen, mit H4H5 hier vielleicht mal die Stellung zu öffnen. Und hier sollte Weiß auf jeden Fall leicht angenehmer stehen. Ich habe jetzt B5 gemacht. Ich wollte eher hier Spiel am äh, Königsflügel noch ein bisschen Darmflügel aufbauen, dass ich dort vielleicht ein bisschen Raum gewinne, dort mein Gegenspiel suche. Aber B5 ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert, denn Weiß kann vielleicht auch mit A4 hier einen Hebel anbringen und dann die A-Linie für sich nutzen. Wir sehen jetzt Turm A1 und hier spiele ich auf jeden Fall einen Zug, der mir im Nachhinein nicht mehr so gut gefällt. So also zwar mache ich hier F5. Ich dachte, ich äh, sollte hier konkret sofort etwas versuchen. Und hier gegen den starken äh, Bauer hier auf G5 spielen, der mir so viel Raum wegnimmt. Deswegen habe ich hier F5 gespielt. Aber es folgt jetzt hier Au passant schlägt F6 und König schlägt F6. Wichtig, dass ich hier mit dem König nehme. Äh, Springer schlägt F6, würde sofort einen Bauer verlieren. Nach Springer C5 Schach. Deswegen König schlägt F6. Und jetzt sofort auch A4. Und jetzt sind meine Figuren so ein bisschen unkoordiniert und Weiß sollte hier besser stehen. Denn jetzt öffnet sich die A-Linie, der Bau auf E5 ist auf einmal schwach. Und jetzt sehen wir das Problem an F5. Es war einfach zu konkret, es war zu direkt und hat mir hier direkt Probleme beschert. Besser wäre es gewesen, wenn ich hier einfach abgewartet hätte und sowas wie Springer B7 mache und langsam meine Stellung aufbaue. Weiß sollte hier leicht einen Vorteil haben, aber es ist nichts Schlimmes. Es droht nichts sofort. Stattdessen... wollte ich hier sofort ja etwas forcieren und jetzt sollte weiß hier auf jeden Fall besser stehen nach a4 ich mache hier könig e6 schlägt b5 bauer schlägt b5 jetzt hat weiß eben genau die offene a-Linie hier für seinen Turm der kann da gut darauf ähm, agieren wir sehen jetzt Turm a6 Turm c7 und hier spielt er den ersten Fehler bis hierhin steht weiß auf jeden Fall gut der Computer spuckt sogar sowas wie plus 2 schon aus äh, ich sehe es noch nicht so ganz, aber es ist offensichtlich, dass die weißen Figuren aktiver stehen, dass der Turm hier sehr gut steht und dass ich ein bisschen hinten drin und gedrückt stehe. Deswegen sollte ihr weiß Vorteil haben. Aber nach seinem Zug B4 kriege ich auch wieder meine Felder und kann meine Figuren hier auch wieder besser aktivieren. Gerade das Feld auf C4 wird jetzt schwach und mein Springer kann vielleicht mal reinkommen. Außerdem hatte ähm, Tobias ja auch nicht mehr so viel Zeit. Und das war auch noch einer der Punkte, weshalb er B4 vielleicht gezogen hat. Ich mache jetzt hier den richtigen Zug. Tatsächlich der einzig richtige Zug, wonach Schwarz nicht schlechter steht. Springer B8, Turm B6 und Springer D7. Und hier wäre ich natürlich mit einem Unentschieden schon sehr zufrieden, denn Weiß steht einfach aktiver und hat den Läufer für einen Springer. Das ist ganz gut für ihn. Er macht wieder Turm A6, Springer B8 und spielt jetzt mit Turm A8. Also, okay, er will noch weiter spielen, will noch weiter hier was versuchen. Allerdings kriege ich jetzt Springer c4 -Schach hin. Das ist eben das Feld, das er gerade geschwächt hat, dadurch, dass er b4 gespielt hat. Und das wollte ich hier direkt ausnutzen. Wir sehen jetzt König e2, Springer d7 und Turm a8. Es ist immer noch das gleiche Spiel. Weiß hat einen aktiven Turm, ich habe einen passiven Turm. Aber es muss man immer noch gewinnen mit Weiß. Und es ist noch nicht klar, wie Weiß hier sofort ja den entscheidenden äh, Schlag versetzt und hier die Stellung auch gewinnt. Ich spiele jetzt mit Springer schlägt E3, wollte das Ganze hier etwas vereinfachen und endlich den Läufer bekommen. Jetzt haben wir gleiche Figuren und der Läufer ist eher stärker in diesen Stellungen gewesen, weshalb ich hier meinen Springer gerne für den Läufer abtausche. Es folgt König schlägt E3 und jetzt mache ich hier H5. Einfach, der Bau wird gedeckt und den Bau auf G6 kann ich einfacher verteidigen als den Bau auf H7, auch weil mein König hier direkt steht und ich vielleicht mal König F6 machen kann. Es folgt jetzt Turm 8, Turm C6, mh, verhindert einfach irgendwelche Schachs von der Seite auch. Turm E8 Schach, König F6, Turm D8, greift den Springer an, Springer B6. Der Springer kann auch über C4 nochmal hier einen Schach geben und so in die Partie kommen. Mh, jetzt folgt hier Turm F8 Schach, König G7. Und hier war einer der Momente, wo Tobias es wieder hätte schaffen können, in Vorteil zu kommen. Allerdings ist das jetzt der 39. Zug von ihm und wir haben hier beide nur noch von Sekunden gelebt. Es sind noch zwei Züge bis zur Zeitkontrolle, bis wir wieder neue Zeit dazu bekommen. Und zwar hätte hier das schöne taktische Motiv funktioniert: Turm F7 Schach. Und das Problem ist, ich kann den Turm nicht rausschlagen, weil dann der Bauer auf E5 fängt. Und jetzt nimmt er danach meinen Turm. Jetzt hat er einfach einen Bauer mehr. Und dieses Endspiel sollte gewonnen sein für Weiß. Denn springer sind meistens sehr ähnlich zu bauern -Entspielen. Das ist so eine Regel, die man sich merken kann. Und Weiß hat hier einen Bauer mehr und sollte das gewinnen. Das heißt, ich könnte den Turm nach Turm F7-Schach nicht schlagen, sondern sollte mit König G8 spielen. Aber auch hiernach geht Springer schlägt E5 und ja, Schwarz gerät hier ein bisschen in Bedrängnis. Nicht mal Springer C4-Schach funktioniert so gut, denn Springer schlägt C4 geht trotzdem wieder. Und ich kann den Turm nicht nehmen, weil wieder die Gabel kommt. Und das war so ein bisschen das Problem hier in der Stellung. Weshalb Turm F7 sehr stark gewesen wäre. Ich hatte Glück in der Partie. Und Tobias hat es nicht gesehen, diese Option. Ich spiele stattdessen hier wieder mit Turm B8. Ich mache wieder König F6. Wäre hier bereit, die Züge zu wiederholen. Turm F8 Schach. Und jetzt habe ich nochmal ein bisschen länger überlegt. Und ich muss zugeben, ich hatte Turm F7 die Option gar nicht gesehen während der Partie. Dachte aber irgendwie, dass es sinnvoller ist, den König näher am Zentrum zu halten und habe deswegen glücklicherweise mit König E7 gespielt und nicht mit König G7. Und jetzt funktioniert Turm F7 nicht mehr. Zumindest nicht mehr so gut, weil ich einfach König E6 ziehen kann und der Bauer ist gedeckt. Das ist der Vorteil an dieser Variante. Deswegen kommt auch kein äh, Turm F7 kommt trotzdem. Ich mache König E6, Turm B7, Springer C4 Schach. Und hiernach ist die Stellung einfach ausgeglichen. Beide Seiten haben gleiches Material und ich habe jetzt auch wieder halbwegs aktive Figuren und die Stellung sollte hier einfach ausgeglichen sein. Es folgt jetzt Turm G7. Ähm, Tobias will trotzdem noch was weiter versuchen, greift hier meinen Bau auf G6 an. Turm C2 Schach. Es ist wichtig, dass ich hier selbst noch meinen Turm aktiviere. Sowas wie König F6 funktioniert zum Beispiel schon wieder nicht wegen Turmstück G6. Gemeine Taktik. König schlägt g6, Springer schlägt e5. Er gewinnt den Turm zurück und hat zwei Bauern mehr. Deswegen ist es wichtig, dass ich hier erst mit Turm c2 Schach spiele. Und nach König d1 jetzt mit Turm, B äh, Turm g2 mein Bauer decke. Das war meine Idee und soweit hatte ich auch gerechnet während der Partie. Es ist wichtig, dass man das sieht, weil selbst Turm schlägt h2 bietet hier nicht kompletten Ausgleich für Schwarz. Denn Weiß kann jetzt auf g6 nehmen. Und nach König e7. Kommt auch noch Springerstick E5. Und diese Stellung kann Weiß noch ein bisschen versuchen. Es sollte bei perfektem Spiel unentschieden sein, aber Weiß ist auf jeden Fall derjenige, der hier versucht. Warum ist es unentschieden wahrscheinlich? Wahrscheinlich, weil der König einfach abgeschnitten ist, hier nicht sofort in die Partie wieder reinkommt. Und ein Bauer mehr ist hier schwierig ähm, zu konvertieren, würde man auf Englisch sagen. Also durchzusetzen, damit die Partie zu gewinnen, ist nicht so einfach. Denn ja, Türme sind noch auf dem Brett, Springer sind noch auf dem Brett. Da kann noch viel passieren. In der Partie sehen wir deswegen Turm G2. Habe ich richtig gespielt hier. Springer E1 und jetzt Turm G1. Jetzt macht er hier König E2. Und hier habe ich König F6 gespielt und unentschieden angeboten. Was er auch angenommen hat. Nach der Partie habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich hier nicht noch ein, zwei Züge weitergespielt habe. Denn der Turm ist jetzt angegriffen, danach ist mein Bauer gut gedeckt und ich gewinne wahrscheinlich den Bauer auf H2 hier. Ich dachte, er gewinnt Minimum den Bauer auf B5 dafür und dass das ausreichend äh, wäre. Aber tatsächlich ist es nicht so einfach, die Stellung hier mit Weiß jetzt zu spielen. Ich dachte sogar, dass er hier einfach Turm D7 wieder macht und hier eine remis hat. Nach König E6, Turm G7, könnten wir hier die Züge wiederholen. Und ich dachte, deswegen wäre es einfach Remis. Das hatte ich gesehen. Aber nach Turm D7 kann ich auch mit Springer C4 spielen. Und jetzt würde er vielleicht sogar den Bauer gewinnen mit Turm B7. Der Bauer auf B5 würde hängen. Aber der Bauer auf H2 ist viel wichtiger. Denn ich würde dann einen entfernten Freibauern haben, der auch noch gedeckt ist am Rand. Und der ist viel schwieriger aufzuhalten als der Bauer auf B4. Okay. Nichtsdestotrotz. Die Partie ist im Remis geendet. Ich war sehr glücklich über das Ergebnis, gerade weil ich lange Zeit der Partie einfach schlechter gestanden habe, ein passiveres Endspiel hatte und jetzt am Ende doch noch Remis halten konnte hier gegen Tobias. Und somit stehe ich jetzt mit 5 Punkten aus 6 Partien da. In der letzten Runde wird sich jetzt alles entscheiden. Es geht auch mit um den Turniersieg. Sollte ich die letzte Runde gewinnen, habe ich gute Chancen, das Turnier zu gewinnen. Also bleibt dabei, seid gespannt aufs nächste Video und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.